Und nicht einfach an jeden. Das geht halt nicht. Und jetzt kannst du dich da hochziehen. Ah, geht doch. Okay. So, dann lassen wir erstmal einmal hier das Ding. Machen wir mal hoch. Was passiert? Ich denke mal, da kommt jetzt Wasser. Ja. Dass wir dann gleich da an den höheren Stein kommen. Genau. Ja, also Leute, ich sag mal, mit so ein bisschen zockerischen Verstand, sag ich mal, kann man sich die meisten Sachen hier erdenken. Bis jetzt noch ist es ja nichts wirklich großartig neu. Geschichtsneuschreibendes oder weltbewegendes, das ist ja alles schon mal irgendwo irgendwie schon mal, sag ich mal, annähernd schon mal vorgekommen, dass man sich so seinen gewissen kleinen Teil noch denken kann und dann sollte man da eigentlich hintersteigen, wie das so funktioniert. Bis jetzt noch, ich meine, wahrscheinlich. Oder ich will hoffen, die Story, die kann mich nochmal irgendwie so ein bisschen überraschen. In gewissen Teilen. Oh, Level 6. Oder Kapitel 6. Schlüssel zur Vergangenheit. Okay, wir machen aber trotzdem weiter, Leute. Weil ich habe heute eine komplette Nacht vor, mit Uncharted zu verbringen. Elena, wo bist du? Und, ja, wir haben Wochenende. Ich kann nachts zocken. Das machen wir jetzt. Ah, Moment. Deswegen gibt es jetzt ausnahmsweise keinen Cut. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow. Aua. Verdammter Mist. Na toll. Was machst du, Nate? Junge. Übertreibt er total. Ho, 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 nicht! Laufen, die trifft mich hier nicht, ja. Meine Fresse, was ist mit euch? Sofort in Deckung! Du bist der. Zack, auch wieder da. Rechtes Auge war Augenklappe. Auf die Augenklappe schießt man nicht. Nein, man schießt dann immer auf das andere Auge. Das tut weh, hä? Ja, das tut weh. So ein Kopfschuss wird wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft sein, ja. Warum war da noch einer irgendwo? Wo? Da oben ist er. Der Glatzkopf. Los geht's. So, haben wir sie alle? Ja, wir haben sie alle. So, Munition wieder einsammeln. Einmal schnell ein bisschen rumschauen, ob hier irgendwo noch ein Schatz ist. Was haben wir denn hier? Geheime Waffenkammer? Fuck it. Ich wollte die Schrotflinte nicht. Also damit sind wir aber voll. Okay. Gut, dann haben wir hier nichts mehr drin. Nur eine geheime Waffenkammer war das. Nee, hier ist soweit dann nichts mehr. Gut, gehen wir mal hier hoch. Nein. Autsch, jetzt werde ich schon wieder angeschossen. Oh je, oh je. Wie fällt er denn aus? Das ist voll kacke hier, die Position. Die treffen mich alle hier. Was ist denn los hier? Mein Gott. Aus jeder Ecke, ey, da konnte man sich, egal wo man sich jetzt da dran stellen konnte, man konnte sich nirgendwo richtig verstecken. Jetzt nicht. Dann kann ich hier wenig anfangen. Zack, wo ist der zweite?
raus, du Affe. Noch. Der lebt noch. Alter. Das tut morgen weh. Das tut nicht nur morgen weh, denke ich. Mal eben ein ganzes Magazin verbraten. Der ist immer noch nicht tot. Ich jetzt aber einfach gerade mal mega mäßig daneben geballert habe. So, jetzt erstmal chillen hier. Na, na, alte chillen ist kein Problem. Ich kann da aber auch nicht wirklich hochgucken, ne? Hier fliegt hier eine Granate rum, so. Also manuell hochgucken. Zeig dich doch. Glaubst du, wer du bist, alter James Bond, oder was? Richtig. Zack. Chillt ja da und guckt nur. Also irgendwie finde ich die KI ja gerade ein bisschen cool, ne? Die legen sich hin und so. Ein bisschen interaktiv, also das ist neu. Das ist ganz cool. Cool gemacht. Dass die sich auch dann hinlegen oder dann nur so langsam den Kopf da raus bewegen. Auch allgemein, wie die KI sich bewegt, hat Naughty Dog auf jeden Fall wieder sehr gut hingekriegt. Wow, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, zack. Und jetzt habe ich mal endlich die Mitte getroffen. Also manchmal bin ich auch einfach nur pure Dummheit. Ich bin pure Dumm, Leute. Reden kann ich auch nicht mehr richtig. Die Zeit ist vorbei. War ich hier schon? Kann ich da nochmal gucken? Ich guck mal nochmal eben hier. Hier ist aber nichts. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, wa? Das wäre geil gewesen jetzt. Bei sowas kommt, da ist ein Schatz hinter. Ja. Zack. Ja, den hatten wir doch schon. Ja, keine Ahnung. Ja, mit den Schätzen, wenn man da zu lange noch den Stick gedrückt hält, dann ist kacke. Dann weiß man nämlich nie Munition. Ah, guck mal, ich hätte doch einfach darauf schießen können, wahrscheinlich. Dann weiß man nämlich nie, welcher, ob man jetzt den Schatz da gerade, welchen man gerade gefunden hat. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal über Munition gefunden. Warum kann ich hier an dem Turm so gucken oder reingehen? Wenn da nichts ist. Aha, was ist das? Aha, was ist das denn? Ah, da kann ich da unten eine Tor aufmachen. Alles klar. Wir müssen mal eben kurz was schauen hier. Opala. Da bin ich falsch. So, da wollte ich hin. Ich muss mal eben kurz schnell was am PC gucken. Ah, alles klar. So. Okay, den Rest machen wir später. So. Weiter geht's hier im Text. Ja. Oh, ich will auf den Sternchen. Okay, was haben wir hier jetzt gefunden? Hier haben wir einen Innenraum, wo keine Gegner kommen. Was ist hier los? Wieso kommen hier keine Gegner? Okay. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Welches Symbol? Ach so, da oben, alles klar. Also da sind Schlüssel. Ja, mehr wie mit dem gleichen Symbol sagt er nicht. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Wie Sie wissen, wissen Sie nichts. Ich weiß nichts, worum es geht. Aber irgendwas hat er auf jeden Fall mit dem Turm auf sich. Ich spring mal hier hoch. Hoch, habe ich gesagt. Oh, Moment. Entschuldigung. So, und jetzt muss ich hin. Wow. Die Möwe. Ja, ich kann jetzt die Kamera leider nicht mehr drehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, jetzt rauszufinden, wo ich hier hin muss. Dreieck, alles klar. Yo, Nate. Alter, bist du kräftig. Oh, man. Oh, shit. Weg, 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 weg. Boah.
ganz schön knapp, Nate. Junge, Junge, Junge. Ja, aber der ist ganz schön kräftig, wenn er da solche Mauern und alles da umboxen kann. Voilà. War da noch ein Schatz oder so? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Aber sieht nicht danach aus. Da auch nicht. In die zweite Distanz müssen wir wohl erst noch. Springen wir mal hier rüber. Ach, was macht der denn? Junge, Nate. Du solltest dich da hochziehen. Nathan. Nein. Achso, dann muss ich wieder entgegengesetzt drücken. Das hasse ich mit der Kamera. Dann habe ich im dritten Teil schon gehasst. Wenn man dann nämlich die Kamera nicht mehr umstellen kann. Oh. Und man dann darauf gezwungen ist, so zu spielen, wie sie gerade ist. Okay. Ach so, der will jetzt auf den Turm hoch. Nein, 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 nein. Oh shit. Okay. Das haben wir gerade eben nur geschafft. Okay, da muss ich glaube ich da runter. Und jetzt von innen weiter. Die andere Seite. Ah. So. Jetzt da wieder hoch. Alles klar. Ich kann hier Dreieck drücken sofort, aber möchte ich das? Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich bin so frei. Danke. Okay, wir haben einen Drahtseil. Aber was sollen wir jetzt mit dem Drahtseil machen? Achso, ich kann mich hier jetzt abseilen. Boah, was habe ich davon? Warum? Was macht der? Sag mal, ist der doof? Ich bin so frei. Danke. Ach, da waren die Schlüssel drunter. Ich bin so doof, ne? Ich hab gedacht, ich kann mich da abseilen. Aber nein. Oh shit. Oh, Nate. Ernsthaft? Ich bin so frei. Was? Danke. Wie untergehen? Ne, wieso? Was laberst du? So. Ja, und? Gehst du nicht einmal pissen? Nee, ich muss aber die ganze Zeit schon scheißen. Aber... Ja, ich war jetzt extra nicht kacken, weil du ja da eine Badewanne besitzt. Bin eingepennt. Ach so, hast du geschlafen? Ja, ist doch geil, eine Badewanne. Schön warm. Ja. Jetzt ist der wieder da runtergesprungen. Na, wie, lass mich mal da hin. Was ist das hier für Ton und so? Ah, ich krieg hier ein Kind hier gerade. Ich bin so frei. Danke. Ah, so. Ja, die Schlüssel habe ich jetzt. So, jetzt machen wir das nochmal. In Ruhe. Die Frau hat mich aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht, kann ich mich denn da jetzt an der Seil... Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nicht an das Seil springen. An das Seil hängen. Komisch. Hier rüber springen kann er von da aus. Hängend. Andersrum geht's nicht. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich sehe nichts. Da muss doch. Ganz im Ernst, ich muss doch da an das Seil dran. Kann doch gar nicht anders sein. Oder muss ich hier rum? Ne, da nicht. Und da kann ich auch nicht lang. Alter, willst du mich verarschen, Nate? Spring mal daneben. Oh, Nate, verarsch mich doch nicht. Eigentlich muss ich mich doch einfach nur an dem scheiß Seil da runterlassen. Was ist denn los? Warum kann der das denn nicht? Ach, guck mal, jetzt auf einmal geht's. Boah, ist das fail.
Ohne Scheiß, ich habe gerade dreimal versucht, da. Ging die ganze Zeit nicht. Und jetzt auf einmal. Easy peasy. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Schlüssel. War ein bisschen fail, aber okay. So ein bisschen muss mich das Spiel ja immer ärgern. Nein? Okay. Ja, okay. Die Tür ist auf. Haben wir hier einen Schatz oder so? Nope. Da kriege ich auch nichts auf. Da ist auch nichts. Da sehe ich nichts. Wo zur Hölle ist sie? Also die Kamera, die zackt manchmal irgendwie so ein bisschen, finde ich. Oh, hier kriegen wir jede Menge Muni und Granaten. Das ist wieder ein nicht ganz so gutes Zeichen. Okay, wir sind aber voll. Alle Waffen sind nachgeladen. Hier wird es wahrscheinlich jetzt einen Fight geben. Die hätte sie ruhig in die Tasche stecken lassen können. Nein. So, die Nummer. Flitzen wir hier rüber. MG macht schon ordentlich Schaden. Los, in Deckung! Oh. Noch mehr, Alter, was ist da los? Muss irgendwo ein Nest sein. Gut, damit sollten wir eigentlich alle haben. Munition aufsammeln. Oh, ich habe noch Revolver. Wieder mal gefunden. Revolver finde ich cool, aber meistens findet man da kaum Munition für. Deswegen finde ich den auch schon wieder scheiße dann. Nein, dann will ich den Revolver behalten. So, haben wir hier noch Munition? Da ist noch Munition, da auch noch. So, machen wir mal hier die Kiste hoch. Also, okay. Da ist nochmal Munition gewesen. Ich glaube, um die Tür vernünftig hochzumachen, brauchen wir einen zweiten Dude für. Sprich die Elena. Oder wir müssen uns einfach nur schnell beeilen. Müssen wir da vielleicht hochklettern? Kann das? Da komme ich nicht mehr höher. Wie
doof. Zur Hälfte kann ich da hochklettern, aber dann auf einmal nicht mehr. Gut, dann ist da aber auch nichts mehr. So, dann probieren wir hier nochmal die Tür ein bisschen aus. Wo wir uns dann einfach nur beeilen müssen, oder was? Alter, fast selber getötet. Okay, kann ich nicht kaputt machen. Lassen wir das. In Ordnung.